Wenn man hier in die Reithalle kommt, fällt einem ja als erstes auf, wie großformatig diese Werke-Fettings sind. Ist es ungewöhnlich, so eine übergroße Darstellung von Personen? Also grundsätzlich kann man sagen, dass in der Kunstgeschichte sowas natürlich schon lange gibt. Es ist eine alte Tradition, großformatig, auch überdimensional, monumentale Menschendarstellungen gibt es schon in der Renaissance, insbesondere natürlich im Barock. Wenn man an Herrscherbildnisse denkt, das waren natürlich eben meistens weltliche oder geistliche Herrscher, die sich so darstellen lassen konnten. Bei Fetting ist es im 20. und im frühen 21. Jahrhundert natürlich eher was Ungewöhnliches. Also da ist er schon einer, der dir das ganz prominent und in seinem gesamten Oeuvre eigentlich machen. Und er stellt ja sowieso immer den Menschen ganz stark in den Mittelpunkt seiner Arbeiten und dementsprechend gibt er dem Menschen dann auch ein großes Format. Das ist eine Bedeutungsebene auch, die er da aufmacht. Und das ist einfach wirklich so von der Frühzeit bis auch zum aktuellsten Werk von ihm deutlich zu erkennen. Und oft reicht ja ein Stück Leinwand gar nicht mehr aus. Ja, das ist völlig richtig. Insbesondere in den letzten Jahren hat Fetting häufiger auf eine neue Technik sozusagen zurückgegriffen. Das nennt man Shaped Canvas, also solche kleinen, auch mittelgroßen Leinwandstücke, die er sozusagen an die Hauptleinwand ansetzt und in denen er sozusagen den Bildträger erweitert. Der übliche Bildträger reicht sozusagen gar nicht mehr für seine Darstellung. Die Figuren werden so monumental, manchmal sind es allerdings auch Landschaften, und greifen sozusagen hier auf die Wand über. Das ist also eine ganz spannende Technik und das ist wirklich was Typisches für die letzten Jahre bei Fetting. Sehen wir sowohl bei seinen Sylt-Bildern als auch hier insbesondere bei den großen Desmond-Bildern und anderen Porträts. Finde ich eine ganz, ganz spannende Position und es wechselt hier auch natürlich ganz schön ab mit den klassischen Bildformaten, die wir sonst hier halt bei den Leinwänden sehen. Jetzt fragt man sich natürlich, wie können so großformatige Bilder überhaupt gemalt werden? Ja, bei Fetting ist es ganz unterschiedlich. Also er malt zum Teil ganz klassisch auf der Staffelei bei sich im Atelier. Manche der großen Formate, aber auch solche Mittelformate, die legt er dann aber auch mit dem Keilrahmen, also der auf dem Keilrahmen gespannten Leinwand direkt auf den Atelierboden und malt dort sozusagen über dem Bild stehend, am Bild kniend, diese großen Formate. Das führt dann zum Teil dazu, dass man das auch an den Leinwandrändern ganz gut sieht. Da gibt es dann solche Verlaufsspuren, Tropfspuren von der relativ flüssigen Farbe, mit der er auch immer wieder arbeitet. Und das erzeugt natürlich auch noch so einen zusätzlichen Eindruck der Leichtigkeit und der Lebendigkeit, der Spontanität. Das ist also so ein ganz typisches Moment auch bei Fetting. Er arbeitet sowieso mit sehr unterschiedlichen Arten von Farben, mit einer teilweise sehr flüssigen Farbe, mit viel Verdünner, zum Teil aber auch mit sehr stark pastosen, dickflüssigen Farben. Also es ist eine sehr große Bandbreite auch, was seine Malmittel betrifft. In welcher Umgebung entstehen denn diese Werke Fettings? Ja, auch das ist ganz unterschiedlich. Fetting arbeitet natürlich sowohl im Atelier, also ganz klassisch, als auch in der freien Natur. Das nennt man Plenärmalerei, also die Malerei mit natürlichen Lichtverhältnissen in der Natur, direkt vor dem Objekt, direkt auf die Leinwand. Das macht er also vor allem auf Sylt, wo er ein Atelier hat. Und das ist im Prinzip auch eine Tradition, die schon seit dem frühen 19. Jahrhundert, seit der Romantik, seit John Constable existiert und dann natürlich so von den Malern der Schule von Barbizon in Frankreich, Mitte des 19. Jahrhunderts, Corot, Courbet und natürlich von den französischen Impressionisten ganz stark beeinflusst ist und von denen vorgebracht wurde. Und Fetting ist also auch ein Künstler, der viel in die Natur geht, dort seine Malutensilien mitbringt und gerade auf Sylt eben da viel arbeitet. Zum Teil macht er auch Fotos vor Ort und nimmt die dann als Vorlagen, wobei er nie direkt vom Foto malt, sondern das eher als Inspiration dann auch sieht und da schöpferisch tätig wird. Ansonsten malt er ja auch sehr gern mit Modell, oder? Genau, er malt natürlich auch mit Modellen. Das ist auch sehr unterschiedlich, da malt er manche auch vom Foto, aber zum Beispiel Desmond hat er immer live gemalt und bis heute. Also da gibt es auch eine gewisse Bandbreite, aber das Modell wird schon meistens live sozusagen in Malerei umgesetzt.